Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Carnivores Dinosaur Hunter Reborn. Aber wir haben ja in der letzten Folge, haben wir ja unseren Stegosaurus hier gejagt auf der ersten Karte. Ihr seht ja, wir haben ja die zweite Karte jetzt freigeschaltet mit unserem Punkt, ne? Und wenn wir jetzt hier mal auf unsere Galerie gehen, seht ihr jetzt mal unsere zwei Stegosaurus. Der ist hier mit den 3,2 Tonnen. Und der hatte, glaube ich, genau 2,9. Was ich natürlich schon in der letzten Folge erwähnt habe, was ich blöd finde, ist, dass weil wir den kleinen Dinosaurier zum Beispiel geschossen haben und den wir hier gar nicht in unsere Galerie mit aufnehmen können. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Wir haben 17 Plätze zur Verfügung hier, wo wir Dinosaurier aufstellen können. Aber das geht eigentlich nur um die Dinosaurier, die wir jagen sollen. Und leider können wir halt die anderen nicht aufstellen, weil ich habe nicht so klein, ich weiß jetzt den Namen gar nicht. Und den können wir hier leider nicht reintun und das finde ich halt ein bisschen blöd, weil wie gesagt, es sind so viele Plätze frei und wir können wirklich nur diese, ich weiß gar nicht, müssten wir uns jetzt mal schnell anschauen, wie viele Dinos das überhaupt sind. Also hier haben wir 2, 3, hier ist ein anderer, sind 4, das müsste T-Rex sein, sind 5. 5. Ne, hier ist der T-Rex. Sind 6. 6. Okay, den erkenne ich jetzt hier gar nicht, welcher das jetzt hier hinten sein soll. Sind es vielleicht 7 verschiedene Dinosaurier, die man leider nur jagen können im Spiel. Und was ich auch dazu gesagt habe, ist auch nur von der Waffenauswahl. Also wir haben auch wirklich nur 3 Waffen. Ist halt auch ein bisschen wenig. Aber wir werden uns jetzt mal schauen und werden an die erste Mission gehen nochmal. Und werden jetzt hier unseren. Warum ist der jetzt gesperrt? Wir brauchen auch Gems, um die jagen zu dürfen. Okay. Na, da müssen wir nochmal schnell hier. Ah, jetzt, nee. Warum kann ich jetzt nur einen auswählen? In der letzten, also wo ich die letzte Folge aufgenommen habe, kommt man noch. Ah, nee, hier seht ihr das wirklich. Man braucht die Gems dazu, um die jagen zu dürfen. Jetzt, ihr seht, 14 Gems haben wir. 5 kostet der, um den jagen zu dürfen. Und hier brauchen wir 10, also bleiben noch 4 übrig. Na, okay. Dann werden wir den jetzt auf jeden Fall mal jagen. Wie gesagt, hier müssen wir aufpassen, der ist gefährlich. Jetzt schauen wir erstmal. Ich glaube, 15 Schuss haben wir. Das können wir überspringen. Das kennen wir ja von der ersten Folge. Genau, 15 Schuss haben wir. Ihr habt da unten, seht da unten rechts 3 und 12. Also 3 im Lauf, 12 noch extra dabei. Okay, dann werden wir diese Flugsaude dann auch nicht in unser Ding aufnehmen können. Wir könnten zwar mal einen runterschießen, damit, dass wir diese Gem-Punkte dazu bekommen. Hä, wo ist denn der jetzt hin? Das waren doch gerade. Ach so, da hinten ist er. Na komm, so einen Flugsaurier einen könnten wir uns ja holen. Wenn wir da treffen, da reicht ein Schuss. Das haben wir ja das letzte Mal gesehen, wo wir unsere Reichweiten-Übung dann durchführen können, wie unsere Reichweite von unserem Gewehr ist. Und habt ihr ja gesehen, für so einen Flugsaurier ein Schuss und es reicht. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir an den schon hinkommen. Oder wie weit ist der jetzt von uns weg? 207 Meter. Schauen wir mal. Und? Oh, yes! 5 Gems haben wir bekommen. Jetzt müssen wir mal schnell da hingehen. Oh, leck, wo ist der Dino? Ey. Meter, der kommt auf uns zu. Der kommt auf uns zu. Oh mein Gott, wo ist er denn? Da hinten ist er. Da hinten ist er. Jetzt möchte ich aber trotzdem mal schnell zu meinem Flugsaurier. Müssen wir mal schnell hinlaufen. Also das müsste ja eigentlich dann dieser weiße Punkt sein, wo wir den abgeschossen haben. Hey. Geh mal von mir weg jetzt. Oh, der rennt hier. Ja, da weiß man auch immer nicht. Rennt der auf uns zu oder rennt der weg?
So. 80 Meter haben wir noch. Oh ne, das sind zwei weiße Punkte. Also das heißt, glaube ich, nicht, dass der... dass das die Position ist, wo er runtergegangen ist. Oh mein Gott, ach. Das ist ein Stegosaurus. Ja, aber wie komme ich jetzt zu meinem abgeschossenen Flugsaurier? Ich weiß ja nicht, wo der runtergekommen ist. Das ist ja blöd. Da kann ich jetzt lang suchen. Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst, weil ich ja immer mit auf den anderen geschaut habe. Jetzt weiß ich gar nicht, wo der runter ist. Ist hier noch irgendwo einer? Na, ganz hier drüben. Oh, jetzt ist der Sound weg. Ah, jetzt ist er wieder da. Also habt ihr gerade gesehen, wir hatten gerade ein kleines Soundproblem. Ja, und jetzt, ihr seht ja selber, jetzt bekommen wir wieder nur 4 Gems dazu. Ja, das ist ja jetzt blöd mit unserem Flugsaurier, ey. Wir haben zwar die Gems bekommen, aber ich hätte trotzdem gerne mal probiert, ob wir den als Trophäe holen können. Was ich zwar jetzt nicht glaube. Oh, hier ist er. Da ist er. Was macht denn der hier? Ja, der bewegt sich ja gar nicht. Warum bewegst denn du dich nicht? Hallo? Steckt der fest mit dem Kopf oder was? Och, das ist ja blöd. Warum der sich nicht bewegt, ey? Okay, den lassen wir jetzt mal abholen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt wie viel Munition verballert? Okay, 6 Schuss haben wir noch. Da werden wir schon noch mal einen hinkriegen. So, der ist weg. Ah, da ist so ein kleiner. Ah, scheiße. Brot, Mücke. Nee, jetzt, ich glaube, den werden wir jetzt eh nicht mehr schaffen. Den kleinen. Ah! Lauf doch mal nicht so im Zickzack. So, jetzt können wir mal gleich schauen, ob die Kleinen auch angezeigt werden. Ne. Die Kleinen werden nicht angezeigt. So, haben wir noch einen Flugsaurier in der Nähe? Auch nicht. Alter, ist der schnell. Komm, 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 komm. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, der rennt schon wieder da drüben. Ah, der kommt in meine Richtung. So, komm her. Der hängt fest. Ja, und das meine ich. Finde ich halt wirklich schade, dass man die nicht mitnehmen kann. Schade, schade. Können wir es ja nochmal probieren, aber das geht nicht. Ne. Das ist ja blöd. So. 3 Schuss hätten wir noch. Also so ein Flugsaurier. Ah, da hinten ist einer. Ich glaube, bis wir da hinkommen. Vor allem wissen wir immer da nie genau, wo der runterkommt. Können wir trotzdem mal probieren. Wir haben ihn auf jeden Fall erwischt. So, der ging genau hier runter. Da werden wir jetzt mal geradeaus genauso hinlaufen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube auch nicht, dass wir den aufnehmen können. Aber ich hoffe mal, wir finden den in einem ganzen Gestrüpp hier. So, ich lasse mich nicht vom Weg abbringen. Nein! Da hinten ist der andere. Wow! Was ist denn das jetzt? Ein kritischer Treffer, oder? Okay, den werden wir uns auf jeden Fall holen. Ich will jetzt mal wissen, wo dieser Flugsaurier herunter ist. Das hier?
Nee, das ist nur ein Stein. Deshalb blöd, dass hier nicht angezeigt wird, wo der Flugsaurier runterkam. Das ist halt scheiße. Jetzt warte mal, jetzt nehmen wir den mal schnell noch mit hier. Hey, wo ist denn der jetzt? Ach, da liegt er. Ja. Boah, da haben wir gleich 13. Da muss das ja viel größer sein. Ja, wo ist denn unser Flugsaurier, Mensch? Das nächste Mal laufe ich so hin, dass ich genau unter dem stehe und dann schieße ich auf den. Wir finden den doch niemals hier in dem ganzen Gestrüpp und alles. Es kann aber auch sein, dass ich schon wieder voll vom Weg abgekommen bin und jetzt überhaupt nicht mehr weiß, wo ich bin. Ne, da brauche ich gar nicht länger rumsuchen. Könnten wir uns eigentlich abholen lassen jetzt. Ne, unauffindbar. Ja, komm, wir lassen uns abholen. Drohne, komm. Da haben wir es doch. Jetzt werden wir auf jeden Fall gleich mal in unsere Galerie schauen. Small Trophies sind 3. 3. So, also wie gesagt, hier haben wir ja beide. Warum habe ich jetzt hier unten? Ach so, wenn die markiert sind, dann sind ja trotzdem meine Dinger weg, auch wenn ich die nicht jagen will. Okay, also hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man die nicht markiert hat. Also die zwei haben wir ja, die sieht man ja dann schön. Ne, die sieht man nicht, weil hier sind sie ja auch wieder klar. Ich habe gedacht, die wären dann klar, wenn man es hat. Okay, hier hat man dann leider überhaupt keinen Überblick. Man müsste es halt dann so lassen, damit man weiß, ah, man hat sie. So, also, was haben wir hier? Ah, Fußabdrücke. Wenn man hier zieht, dann sieht man die Organe vom Dinosaurier. Nein. Wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir schauen jetzt mal schnell in unsere Galerie hier rein. Und werden jetzt mal... Wo setzen wir denn den hin? So. Der hat 3,6 Tonnen. Und der 3,9. Ah, deswegen. Ah, jetzt. Das kommt auf die Größe. Ah, wie gesagt, von denen. Das hat mich schon gewundert, weil wir von einem nur 4 bekommen haben, vom anderen 5. Das ist ja die Größe. Den setzen wir jetzt mal hier rein. Der schaut aus, als ob er lacht hier. Ja. Ach so, was ist denn mit diesen Sternen hier überhaupt? Der hat nur einen Stern. Hä, ich habe doch vorhin einen größeren gehabt. Okay, das ist unser größter, aber was hat es mit diesen Sternen hier auf sich? Vor allem der kleinere hat mehr Sterne wie der größere. Das ist komisch. Hier haben wir ja 3 Sterne bei dem hier. Da haben wir auch wieder nur einen Stern. Okay, vielleicht heißt es, wenn man einen mit einem Schuss erlegt, dass man dann 3 Sterne bekommt. Also da müssen wir mal schauen, weil wir wollen eigentlich schon, dass wir alle Sterne haben von uns den Dinosauriern. Bin ich eigentlich schon dafür. So, dann schauen wir mal zurück und schauen jetzt mal uns Mission 2 an. Jetzt ist ja natürlich die Frage, was machen wir mit unseren Champ-Punkten? Wie viel kostet das? 30, 50. Vielleicht nehmen wir das mit diesen Organen jetzt dazu. Ja, nehmen wir schon dazu. Ach so, das kann man auch wieder abwehen jetzt. Das heißt nicht, dass gekauft ist. Man kann jetzt auch alles wieder abwehen. Naja, okay. Dann können wir ja das Piep jetzt mal weglassen. Und nehmen jetzt mal nur unser Radar dazu, damit wir die Punkte haben. Das Piep brauchen wir auch nicht unbedingt. Und nehmen das dazu. Ja, dass wir dann das hier sehen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob man hier noch was kaufen kann. Ne.
So, dann können wir auf Mission 2 auch noch den hier jagen. Na, wir schauen jetzt mal. Vielleicht werden die dann einfach nur schwerer auf den Missionen. Ja, das bleibt alles gleich hier. Ja, dann begeben wir uns mal auf Karte 2 auf die Jagd nach dem Stegosaurus. Ich will auf jeden Fall die 3 Sterne. So. Also, wir haben jetzt kein Piepsignal mehr. Da müssen wir dann ein bisschen aufpassen. Oh, aber da ist ein gelber Punkt. Gelber Punkt, ein weißer Punkt. Ist natürlich die Frage, ob das ein Stegosaurus ist oder was anderes. Ach, das ist der hier. Ei, da ist ein kleiner. Bleib da. Oh, ist der schnell. Da komme ich leider nicht hinterher. Aber wie viel Munition haben wir? 3 von 12. So. Ah ja, jetzt sehen wir es. Ist natürlich die Frage, nehmen wir uns jetzt den trotzdem mit? Könnten wir eigentlich mitnehmen. Naja, also so gefährlich ist der jetzt auch nicht, weil es steht da Dangerous, also gefährlich, der haut aber ab für uns. Hey, Flugsaurier, wo ist der? So, jetzt will ich dich aber haben. Genau hier unten muss der liegen. Und was ich auf jeden Fall noch gelesen habe, dass man aufpassen muss, dass es passieren kann, dass andere Dinos uns unsere Trophäen wegessen. Okay, bei denen jetzt noch nicht. Vielleicht später beim T-Rex kann es passieren. Und dann bekommen wir sie nämlich nicht. Ja, wo ist denn der jetzt runtergekommen? Das muss doch irgendwo hier gewesen sein. Okay, das ist nur ein Felsen hier. Ach Leute, ich finde nie meine Flugsaurier, ey, die wo ich abschieße. Was ist denn jetzt los? Was war denn das jetzt für ein Geräusch? So, der muss doch irgendwo hier rumliegen, ey. Kann jetzt sein, dass ich blind bin. Der ist doch gar nicht so weit von uns runter und ich bin da jetzt nur gerade ausgelaufen. Der liegt hier nirgends. Hey, da haben wir ja einen ganz kleinen hier. Meinst du, erwische ich den? Nee. Ich glaube, der ist natürlich so schnell, dass ich den überhaupt nicht erwische hier. Nee. Keine Chance, keine Chance. Was ist denn das immer für ein Geräusch, ey? Oh, das mit diesem Flugsaurier nervt mich. Ich hoffe natürlich, dass der... Ah, da hinten haben wir wieder da eine. 4,59 Tonnen. Also, ich glaube wirklich, dass die Pro-Mission schwerer werden. Aber wie gesagt, wir haben ja schon einen mit 3 Sterne. Wir könnten uns aber trotzdem den noch holen. Ah, hier haben wir schon mal 3 Flugsaurier. Oh, oh. Macht an der Gesundheit nichts. So. Jetzt komm her, Flugsaurier. So, ich lasse mich jetzt nicht beirren. Ich bleibe jetzt so auf meiner Fährte. Okay, den Baum schnell ausweichen und jetzt wieder auf die Position. Wo ist mein Flugsaurier? Oh, der ist aber ziemlich nah. Nein! Bleib da! Jetzt habe ich gesehen, wo du runter bist. Du musst jetzt genau da vorne liegen. Genau hier musst du liegen.
Ah, da oben ist unser Stegosaurus. Ja, aber du verschwindest schon mal nicht. Ich weiß, dass der Flugsaurier genau hier runterkam. Der hier ins Wasser reingefallen oder was? Hey, das gibt's doch nicht. Der ist doch hier runtergekommen. Boah, es hört sich an wie irgendein Riesensturm, ey. Hey, wisst ihr, was ich langsam vermute? Dass diese Flugsaurier, wenn die auf den Boden kommen, verschwinden, ne? Hey, den habe ich genau da erwischt. Wie viele Tonnen hat denn der jetzt hier? Oh, 2,7, das ist ja auch nur ein kleiner. Aber gab es in der Dinosaurierzeit Frösche? Komm, bleib mal da stehen jetzt. Na komm, er wird immer langsamer. Jo, wir haben dann. Wir haben dann. Ja, die Frage ist nur, wenn ich die jetzt alle abholen lasse, irgendwann ist meine Galerie nur mit denen hier voll. Okay, der hat aber schon mal wenigstens mal 2 Sterne. Ja, dann brauchen wir nach denen gar nicht suchen, ey, wenn die unauffindbar sind. Also ich glaube jetzt wirklich langsam, wenn wir die abschießen, dass die nicht mehr da sind. Anders da kann ich mir das gar nicht vorstellen. Jetzt war der so nah, wir sind da hingelaufen und trotzdem war keiner da. So, jetzt müssen wir mal hier schauen. Naja, es gibt ja noch Dinos, die im Wasser sind und zum Beispiel, aber wie gesagt, die, glaube ich, werden wir alle nicht jagen können. Da ist schon mal nichts Besonderes hier. Wie viel Munition haben wir noch? Ah, wir haben ja nur noch 4 Schuss. Hey! Geh weg, Biene! Schnell ins Wasser! Verfolgt mich zur Biene oder was? Geh weg! Oh, da ist was. Hier. 230 Meter. Na, den werden wir uns auf jeden Fall noch mitnehmen. Wir müssen doch da mal einen erwischen, der uns 3 Sterne bringt, ey. Ah, da haben wir schon wieder so einen kleinen. Okay. Hey, Moment einmal. Nein, genau, das sind ja die hier. 4,7 Tonnen. Stegosaurus, wo bist du? Achso, immer noch 240 Meter weg. Das ist schon ein Stück. Ja, ich will den Kleinen gar nicht erst mitnehmen. Am Schluss reichen mir dann die 3 Schuss hier vor dem Stegosaurus nicht. Und dann stehen wir natürlich da. Das ist dann auch blöd. Da ist er. Aber 2,96 Tonnen ist auch nicht die Welt. Vielleicht sind die aber gar nicht schwerer hier. Ah, das ist schon wieder weg. Wir müssen eh schauen, dass wir den von vorne hier bekommen. Da ist er. Soll ich den jetzt in den Arsch schießen oder was? So, 1 Schuss haben wir noch. Oh! Ah ne, 1 Patrone haben wir noch. Komm! Reicht es? Oh Gott sei Dank. So, ich lasse mal auch mitfliegen. Oh, hier haben wir nur wieder nur 1 Stern. Also ich weiß auch nicht, desto leichter, desto mehr Sterne, oder was? So, dann können wir uns ja auch gleich abholen lassen. So, die Drohne fliegt weg, kommt eine andere. Nee. Müssen wir erstmal warten, bis die weg ist. Ah, jetzt, ja. Da bist du...
So, nimm mich mit. Nimm mich mit. Und jetzt kurz vor unserem Strahl hier frisst mich T-Rex. Wow. So, das können wir überspringen. Keine kritischen Treffer. ...31 Gems dazu bekommen, 506 Punkte, jetzt müssen wir mal schauen. Achso, jetzt haben wir die dritte Karte schon freigeschaltet, ne? Also ihr seht, mir die Punkte geht es eigentlich relativ schnell. Equipment, was brauchen wir hier jetzt? Achso, 100. 100. Ja, Spuren lesen. Wobei das eigentlich egal ist. Na okay, hier haben wir schon mal doppelte Anzahl Munition. Also das ist schon mal gut. 125 kostet das. Aber doppelte Munition. Also da könnte man auf jeden Fall schon mal um einiges viel mehr jagen auf der Karte. Weil wenn wir jetzt 15 haben, dann haben wir dann 30 Schuss. Also das ist gut. Wir werden jetzt trotzdem mal die Fährten hier mit ein... die Fährten lesen hier mit jetzt dazufügen. Hier fehlen uns leider noch 2 Gems dazu. Aber die sind ja schnell verdient. Wie gesagt, ein Flugsau, die haben wir auch schon wieder 5. So, Leute. Das war dann unser Ende hier von der zweiten Folge. Also ihr habt ja gesehen, wir haben ja auf der Karte 1 haben wir ja die 2 Dinos jetzt erfolgreich gejagt. Auf der zweiten Karte haben wir auch unseren Stegosaurus jetzt erwischt. Genau, hier brauchen wir wieder 10 Gems. Ach, und hier brauchen wir 50. 50 Gems, damit wir den jagen dürfen. Dann will ich aber gar nicht wissen, was wir für den hier bekommen. Was ich natürlich jetzt überhaupt nicht verstehe, es steht Dangerous da, die Viecher hauen vor euch ab. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen blöd, weil wenn sie schon gefährlich sind, warum hauen die von mir ab, wenn ich auf die schieße? Und dann möchte ich jetzt gar nicht wissen, wie nämlich dann unser T-Rex wird. Ich weiß jetzt gar nicht, was das hier für einer ist, aber unser T-Rex war... Ah, warum verschwindet es hier immer wieder? Hä, wo habe ich den jetzt gesehen? Bin ich jetzt blöd? Genau, unser T-Rex ist hier. Was das jetzt? Ich habe jetzt eigentlich gedacht am Anfang, das ist der... Leute, verwechsel ich jetzt irgendwas? Welcher ist denn hier der T-Rex? Schauen eigentlich beide so böse aus, aber der T-Rex hat da oben so komische Augen. Ne? Da ist auch so eine... Ja, ich könnte es euch jetzt ehrlich gar nicht... ehrlich gesagt gar nicht sagen hier. Jetzt warte mal, wir könnten ja auf die eine Karte gehen, auf die dritte Karte. Ach so, jetzt seht ihr es, naja. Das ist ja natürlich nett, also dann lag ich schon richtig, dass das der hier ist. Da, der hier muss es sein. Aber jetzt muss ich trotzdem mal gucken, ob die jetzt böse sind. Dangerous, ja. Und wie gesagt, da müssen wir jetzt wirklich schauen, ob die Viecher dann auf uns losgehen. Also das finde ich wirklich schade, wenn der gefährlich ist, dass der nicht auf uns losgeht. Das ist blöd. Ich hoffe dann bei denen, dass sie auf uns losgehen. Werden wir auf jeden Fall sehen. Weil, wenn sie es nämlich nicht machen, dann frage ich mich, für was wir dann hier Schutzwesten und so einen Scheiß hier brauchen. Und Camouflage, wenn die nicht auf uns losgehen. Aber wie gesagt, das werden wir dann in die späteren Folgen sehen. Ich hoffe natürlich, dass es der Fall sein wird, dass sie zu uns kommen. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht es gut. Tschüss.